guten Abend und herzlich willkommen. Servus. Grüß Gott. Hallo Schleswig-Holstein. Thomas. Thomas. Schöne Sendung, Thomas. Thomas, schön siehst du aus. Ah, pralle Waren. Ja, schmeiß ruhig alles um hier. Grüß Gott. Servus. Hallo, Servus. Herzlich willkommen daheim an den Bildschirmen und hier in Oberhausen. Willkommen zu Weidenpesch, Wetten, das Ausgabe. Warum machen wir so einen Scheiß? Ja, nein, also der Punkt ist natürlich der Grund. Und der Grund ist der, dass, und das möchte ich recht feierlich in einem Rahmen verkünden, der aus purem Gold wäre, wenn wir ihn physisch da hätten. Ab nächste Woche gibt es Late Nights am Samstag um 23 Uhr und wir damit zur größten Samstagabendshow aller Zeiten. Und, meine Damen und Herren, Wetten, das hat drauf reagiert. Vielleicht können wir das kurz mal hier sehen. In der Bild-Zeitung. Alles neu bei Wetten, das. Gottschalk schafft die Stadtwette ab. Erstens reimt sich das und wir sind große Fans von Rhymes, wie wir heute im Laufe der Sendung sehen werden. Und zweitens, die Begründung dazu in der Bild-Zeitung war super. Nämlich, warum schafft Wetten, das die Stadtwette ab? Ja, ist ja völlig klar. Die Stadtwette klaut Thomas Gottschalk Zeit. Was fällt der denn ein? Und deswegen gehen die Quoten auch runter. Das ist kein Witz. Das ist die offizielle Begründung. Die Stadtwette, so sagt ein ZDF-Sprecher nämlich, ist ja nur für die jeweilige Stadt interessant. Das sind ja meistens so Städte wie Reda-Wiedenbrück, Euskirchen oder Bad Töfflinghausen. Und da hat jetzt der ZDF-Sprecher gesagt, das ist ja dann für die Stadt ein super Gaudi, aber für die restlichen Trilliarden Zuschauer nicht so spannend. Das ist eine Erkenntnis, da kann man sagen, besser spät als nie. 20, 30 Jahre gedauert. Aber natürlich, wer wetten das, ich wetten das, wenn sie die Zeit dann nicht einfach adäquat mit Thomas Gottschalk füllen würden, da fällt ihnen schon irgendwas ein. Aber für mich ist das ganz klar eine Panikreaktion. Die merken, ja, die Quoten gehen nach unten. Jetzt Late Nights kommt jetzt auch samstags. Was machen wir? Ja, ist ganz krass. Ja. Also in Zukunft werden wir ja samstags und sonntags um 23 Uhr gesendet. Ja. Und da muss das ZDF natürlich entsprechend drauf reagieren. Und wir waren natürlich Hauptkonkurrenz von... Ja, jetzt sind die unsere Hauptkonkurrenz. Ja. So schnell wendet sich das Blatt. Aber deswegen ist es für uns Grund genug, weil wir auch zu unseren Konkurrenten herzlich sein können. Deswegen Thomas Gottschalk absolut unser verdient. Unser Night of the Week. Und das Lustige ist, im gleichen Artikel stand drin, dass die jetzt auch einen neuen Bühnenbildner haben. Und zwar den Bühnenbildner, der schon für die Studios zum Beispiel von TV Total oder hier, wie heißt Deutschland das? Sucht den Superstar. Deutschland sucht den Superstar ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es wird. Wahrscheinlich Gottschalk jetzt auf so einer fahrenden Bühne. Oder so. Und der hat auch so drei Jurymitglieder, die seine Gags dann immer bewerten gleich. Also, super, Thomas. Super. Genial. Tommy, was war das für ein Spruch? Ey, was glaubst du, bist du R. Kelly oder was? So, ne? Oder seine Anzüge auch. Ja. Also ganz stilvoll heute Abend. Hot. Muss ich sagen. Ja, hot. Gesicht, eine 7. Body, gehst regelmäßig ins Fitnessstudio. Ich mag's nicht so. Die Tattoos gefallen mir auch nicht. 6. Und Gesamtausdruck 1. Nee, also kommst nicht aufs Podest. Das ist so unrealistisch, was du erzählst. Der kriegt nur 10. Ja. Glaubst du nicht, dass die Thomas Gottschalk was Schlechteres als eine 10 geben? Nee, eigentlich werden sie die Skala erweitern für ihn und vielleicht sogar eine 11 oder eine 12 geben. Hoffentlich. Das Einzige übrigens, was Wetten, das uns nach wie vor voraus hat, und das können wir leider nicht ändern, ist, dass wir Werbung machen und sie nicht. Oder man kann auch sagen, wir haben es denen voraus. Wenn wir gleich wieder da sind nach diesem klitzekleinen Werbebreak, den wir alle sehr lieb haben, werden wir etwas tun, was Männer... Merkt man, dass ich hier die Frisur von Gottschalk nachmache? Ja, viel häufiger tun sollten. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Ich mache dir die Locken nochmal neu, okay? Und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Late Nights. Wir haben was Tolles wieder entdeckt. Es ist ein bisschen älter schon, ist in der Bild-Zeitung vom 22. September. Mhm. Und zwar mit der Überschrift Die Cleansea-Katastrophe und seine Debbie sah alles mit an. Es ging mir natürlich nach der Niederlage. Bevor wir das zeigen, direkt, Werder Bremen. Können wir ja nochmal zeigen, übrigens, das ging wirklich durch die Weltpresse, ne? Hier seht ihr das. Alle Sportblätter der Nation, der Kicker, Sportbild, ne? Alle auf Cleansea rumgehackt. Alle hacken drauf rum und dann war eben auch die Presse beim Training von den Bayern. Und da stand dann, vielleicht, ich mach das mal so, ich muss selber auch noch ablesen, da stand dann, gestern Vormittag ging's los.
In der Hocke sitzend schaute Klinsmann den Reservisten beim Trainingsspiel zu, gab auf Englisch Anweisungen, in Klammern, quick, good. Warum zeigen wir das? Ja. Weil das ist lustig. Weil andersrum good quickie ist? Nee, nicht, ja, ein guter Quickie, sehr lustig, ja. Einfach diese Art und Weise, wie die Bild-Zeitung manchmal so zitiert. Ja, also sie sagt, er hat Englisch gesprochen und als Beweis dafür, dass er Englisch gesprochen hat, geben sie auch gleich zwei Wörter als Exempel sozusagen. Er hat quick und er hat good gesagt. Sie hätten auch sagen können, er gab auf Englisch Anweisungen, yes, no. Das wäre eigentlich noch lustiger gewesen. Aber quick, good, das vielleicht war ja auch reiten. Das, ja, das muss man dazu sagen. Das sind Befehle tatsächlich, die außer Synchron-Dressur-Reiterei stammen. Ne? So quick und good, das sind, da kann man die Pferde mit lenken. Und das muss dann immer auf Englisch sein, damit es alle Pferde auf der ganzen Welt gleichermaßen verstehen können. Die sprechen alle Englisch. Und im Übrigen, Reiten, wo wir gerade nonchalant zu diesem Thema gekommen sind, Reiten ist ja übrigens eines der männlichsten, auch der die ältesten männlichsten Sachen, die man machen kann. Ich rede jetzt nicht davon, irgendwie da durch so eine Voltigiere zu humpeln, sondern dass man wirklich im Wilden Westen über die Prärie galoppiert. Das kann man hierzulande Westernreiten-Style nachmachen. Da gibt es so Anlagen, wo man sich dafür Geld, edle Ponys mieten kann. Mhm. Und dann kann man da tatsächlich mal das Gefühl nachempfinden, was viele Generationen von Männern vor uns in zum Beispiel Amerika in der Savanne erlebt haben, als sie Gnus gejagt haben. Ja, und um diese Männlichkeit zu erreichen, sind wir nach Peppenhofen gefahren, zum Shop Horse Training und haben mal ein bisschen geguckt, wie der Cowboy in uns aussieht. Das kam dabei raus. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind hier beim Sharp Horse Training in Peppenhofen und wir werden heute ein bisschen Westernreiten machen mit der Sue. Na, die Sue! Die Sue! Jojojo! Ei, ei, ei! Egal. Und werden hier gleich die Sue satteln und ein bisschen putzen, ne? Jojojo! Und dann geht's hier gleich mal auf die Piste. Ab auf die Prärie! Und dann vielleicht auf die Prärie. Komm, Sue, leg den Zahn zu! Komm! Pferdeschweifes ist eine ganz besondere, heikle Angelegenheit, da in diesen feinen Härchen kleine Kanälchen bis in die Schließmuskulatur des Pferdes reichen, die bei Stimulation dazu neigt, sich zu entspannen, um bei guter Ernährung einen riesigen Haufen Pferdedung freizulassen. Da muss man aufpassen, denn dieser Pferdedung ist sehr giftig. Im Amazonasgebiet haben Indianer ihre Pfeilspitzen in Pferdedung getaucht, um damit angreifende spanische Invasoren zurückzuschlagen und zu ermorden. Das stimmt. Ich war live dabei. Man nennt sie auch Kotpfeile. Kurz Kopf. Das ist richtig.